Hello, Mr. Handyman. I read online that you do good work, and I won't accept anything less than perfect. My name is Lewis, and gee whiz. I'm running very late for an important meeting. I'm afraid you'll need to supervise yourself. Don't ruin or steal anything. In my haste, I forgot to put my mother's prized chickens down for their daily enrichment. You'll need to gather them in the theater to watch their favorite film. Speaking of my mother, she's very protective of my house and her chickens. She's high strung for a woman of her age, so it's best if you stay out of her way entirely like I do. While you're at it, please investigate the calamitous racket that I've been hearing in the backyard. I won't have such chaos on my property. Now I must be off. You've made me even later than I was already because of this phone call. I accept good work from you, Mr. Handyman. Okay. Unclog Lewis' toilet. Catch and drop off the chickens, rescue the lost animals. Die Musik dazu auch noch. Picked up banana. Picked up blue key. Nice. So, wir müssen die Hühner einsam und irgendwo abproppen. Schade, gerade aus der Puste gewesen. Okay, weißt du was, wir schauen uns zuerst mal ein bisschen um. So, da drüben ist die Toilette. Können wir schon mal entstopfen. Oh! Oh oh! Das war knapp. Okay, das war dann doch nicht die Toilette, die wir brauchten. Dann brauchen wir den gelben Key. Okay, sie ist da. Und das ist ein Huhn. Komm her, du kleines Chicken. Wo habe ich das jetzt hingetan? Oh ne, ich habe die Banane gedroppt. No, bleib hier! Oh shit! Ich glaube, das Spiel ist schwieriger als es erscheint. Recover your fanny pack. Och nee, jetzt müssen wir alles einsammeln, was wir vorhin gedroppt haben. Ein Chicken haben wir. Sie geht raus. Einen blauen Key haben wir, glaube ich, auch, oder? Nicht? Aber den grünen. Den roten? Den roten. Wir können ganz kurz hier das Klo entstopfen, wenn der TV läuft. Hoffentlich. Oh!
Okay, einfach ein Goldfisch. Was ist das für ein Game? Ein ziemlich funny Game ist das offensichtlich. Okay, ganz ruhig, Oma. Jetzt kannst du auch wieder gehen, bitte. Da drüben ist ein Huhn. Und da ist noch eine Mutter. Eine grüne, eine goldige Mutter. Und sie kommt zurück. Komm nicht hier hin. Ich kann durchrennen, die Banane droppen. Aber lassen wir lieber. Okay, wir haben den blauen Schlüssel, den grünen Schlüssel. Okay, dann können wir hier durch. Was auch immer uns das bringt, I don't know. Und da ist der... auch noch ein Schlüssel. Ah. Hä? Warte, liegt da auch noch ein Schlüssel? Das ist eine Tasse. Gibt es drei blaue Schlüssel? Sehe ich das richtig? Weird. Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Komm schon, Huhn! Okay. Roter Schlüssel. Find the goldfish in a new home. Ist es schlau? Das war gar nicht schlau. Das war gar nicht schlau, dass die hier hinkommt. Das ist der gelbe Schlüssel. We already have a special item. Okay, sie kommt zurück. Links ist das ein dritte und letzte Huhn. Komm schon, hau ab. Ja, links ist das letzte Huhn und der blaue Schlüssel. Spiel ist lustig. Wir haben einen roten Schlüssel für das. Für da reinzugehen. Affe! Fucking Affe! Was? Catch and drop off the chickens. Okay, aber wo müssen die hin? Wo müssen die Chickens denn hin?
Kelly Oman style. Einfach. Ah, man kann einfach ein paar Dinge. Hinwerfen irgendwo und überall. Okay, sie ist da. Oh no, wait. Wir müssen ja später noch raus, okay. Catch and drop the chickens off. Mmm, juicy white meat. Oh Gott. Was? Okay, wir haben alles erledigt. Hold on, weg von hier. Junge! Was ist das hier? Job complete. Nice. Saints be praised, this man is heaven sent. While dealing with my mother's wrath and removing a cheeky monkey from my ship, Doug performed a miracle. He reunited me with my beloved Goldie. I hadn't laid eyes on that goldfish since I was a boy. A little water damage in my bathroom and a mess in my theater can do nothing to dampen my charm. Ach du meine Güte. Ich sehe schon. Das Ballzimmer ist wahrscheinlich unser Markenzeichen. Schön. Hey Doug, welcome back. And just in time, I think I've been going a little steer crazy without you. While you were gone, I kept seeing someone in a suit skulking around the shelter. Weird, right? I'm probably just imagining it. Oh hey, great work on the second job. A donation just came in from that Lewis guy. Now we can afford new toys for the animals you've been saving. Seriously, Doug. This handyman idea might just save the shelter after all. Let's keep working hard for the animals. Claro, machen wir. Lewis left you a really nice review already. It seems like you went above and beyond just clearing his pipes. Seriously, how does a fish last that long in someone's toilet? And what the heck was she eating? Oh look, you've already got another job request. These good reviews must really be starting to pay off. Huh? He says he wants to work done at night. Spooky. Well, take the job and head out when you're ready. Ey, 5 Sterne immerhin. Was will man da mehr? Okay, wir haben 3 Stück von den Dingen. Wir brauchen hier 6. Aha. Wer bist du? Da brauchen wir 5. Da ist der Affe. That monkey you rescued at Lewis place got dropped off a while ago. How the ever loving heck did she wind up in some guy's tool shed? She's a little mischief maker, that monkey. I was playing games with her for hours before she finally settled down. At least, now the penguin you found has a friend. Never thought it'd say that sentence before. Maybe you should go out and play with her sometime. Be careful, she's totally bananas. I see myself out. Okay, zeig mal. Alle Tiere haben diese völlig crazy Eyes. Wir können das reparieren. Eine Schaukel für den Affen. Sehr schön. Alter, sieht er crazy aus.
Ich hau ab. Wrench.